Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Wir machen heute einen Zuschauerwunsch und zwar machen wir einen wunderschönen Original Wiener Apfelstrudel. Das Ganze geht wirklich ganz, ganz leicht. Der Strudelteig, den zu machen, ist wirklich nicht schwer. Glaubt mir, jeder kann das. Ihr braucht nichts dafür, keine Küchenmaschine, gar nichts. Das kann wirklich jeder machen. So, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, der Strudelteig ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe hier einen Weizenmehl Typ 150, 150 Gramm. Könntet ihr auch durch Dinkelmehl Typ 630 ersetzen. Dann habe ich hier 1,5 Gramm Salz, also muss nicht ganz so genau sein, so ein Gramm, so ein Viertel Teelöffel ist das etwa. 75 Gramm Wasser, das sollte schon genau sein. Das geben wir direkt mit dazu. Ein Eigelb, könnte man auch weglassen, aber es verbessert auf jeden Fall so ein bisschen die Textur vom Teig, denn es wirkt auch als Emulgator, da wir hier Öl und Wasser haben. Und Öl, das waren jetzt 15 Gramm Sonnenblumenöl. Ja, auf jeden Fall ein neutrales Öl nehmen, Olivenöl würde ich jetzt hier in dem Fall nicht nehmen. So, ihr könntet das Ganze auch in der Maschine machen, aber bei so einer geringen Menge werden die meisten Maschinen das überhaupt nicht vernünftig hinbekommen. Deswegen machen wir das jetzt hier von Hand. Ich verrühre das jetzt erstmal mit einem Holzlöffel ein bisschen. Und durch den relativ hohen Ölanteil wird der Teig nachher eben sehr elastisch und lässt sich wirklich ganz, ganz einfach ohne Probleme hauchdünn ausziehen. So, das packe ich jetzt auf eine Arbeitsfläche. So, hier jetzt bitte kein extra Mehl mehr verwenden. Das ist übrigens, weil ich oft gefragt werde, eine ganz normale Standard-Küchenarbeitsfläche. Das ist nichts Besonderes. Ja, auch hier klebt der Teig anfangs dran. Das macht auch überhaupt nichts. So, den kneten wir jetzt wirklich gut. 5 Minuten Minimum bis etwa 10 Minuten. Dass wir einen schönen, glatten, elastischen Teig haben. Ich nehme dafür immer hier die Handfläche. Und keine Angst, nachher klebt er auch nicht mehr an der Hand. Das geht gleich ganz fix, werdet ihr sehen. Ja, immer schön über die Arbeitsfläche ziehen. Und dann zurückklappen. So entwickelt sich das Klebeeiweiß, das Gluten. Und das ist genau das Entscheidende, was nachher dafür sorgt, dass wir den schön ausziehen können. So, fertig ist der Teig, wenn er so eine wunderschöne glatte Oberfläche hat und auf Druck wieder zurückfedert. Das ist immer ein gutes Zeichen. So, und dann packen wir ihn in Klarsichtfolie ein, damit keine Luft dran kommt. Also wirklich schön luftdicht verpackt sein. So, und so lassen wir den jetzt bei Zimmertemperatur für eine Stunde erstmal ruhen. Das ist ganz wichtig, damit das Gluten, das Klebeeiweiß, sich schön entspannen kann und wir den Teig nachher wirklich schön dünn und einfach ausziehen können. Ihr könnt ihn auch am Vortag vorbereiten, dann würde ich ihn aber einfach direkt nach dem Kneten einpacken und in den Kühlschrank packen. So, wenn der Teig am Ruhen ist, können wir uns schon mal an die Füllung machen. Dafür habe ich hier ungefähr 1,2 Kilogramm Äpfel, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, kommt es auf Gramm nicht genau an. Und zwar nehmt ihr da Äpfel, die sich auch zum Kochen oder Backen eben eignen. Und ich habe jetzt hier in dem Fall Braeburn. Der hat auch ein bisschen eine gute Säure. Die sollte er auch haben. Jonagold oder Cox Orange eignen sich auch sehr gut. So, 1,2 Kilo, wie gesagt. 60 Gramm Zucker. 50 Gramm Semmelbrösel. Dann habe ich hier 1 Teelöffel Zimt. Könnt auch einen halben nehmen, je nachdem, wie ihr das mögt. Rosinen 50 Gramm und 60 Gramm Butter. Die ist zum Zerlassen nachher. So, als erstes machen wir uns mal daran, die Äpfel zu schälen. So, um das Kerngehäuse rauszuschneiden, nehme ich am liebsten ein Messer. Es gibt ja auch diese Ausstecher. Aber ich finde, damit erwischt man einmal nie das komplette Kerngehäuse. Muss dann sowieso mit dem Messer nachschneiden. Und zum anderen finde ich das hier tatsächlich irgendwie schneller.
Aber das könnt ihr natürlich tun und lassen, wie ihr lustig seid. So, wenn ihr die Äpfel wie ich von Hand schneidet, ihr könnt sie entweder so in dünne Scheiben schneiden oder was eigentlich einfacher ist, wenn ihr sie hier quer runter schneidet, weil dann könnt ihr nämlich auch immer gleich 2-3 Stück auf einmal schneiden. So, dann können wir gleich mal wiegen, was wir jetzt hier an Äpfeln noch haben. 760 Gramm geschälte Äpfel. Wie gesagt, aufs Gramm kommt es hier nicht drauf an, aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig, damit wir einen schönen dicken Strudel haben. So, da können wir eigentlich unsere Rosinen schon reingeben. Ich habe jetzt extra nicht so viel genommen, weil ich einfach nicht so der Fan davon bin. Aber ich glaube, die Menge ist eigentlich ziemlich gut. Zucker und Zimt gehen wir ganz zum Schluss, wenn wir den Strudel, die Füllung auf dem Strudel verteilen, erst dazu. Ganz einfach deswegen, weil sonst der Zucker jetzt schon ganz viel Feuchtigkeit zieht und wir dann doch eher eine ziemlich nasse Füllung haben. Und das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen geben wir die ein bisschen später dazu. So, dann können wir das auf die Seite stellen. So, wir bereiten uns jetzt einfach schon mal alles vor, damit wir nachher gleich loslegen können, wenn unser Strudel fertig ist. Ich nehme jetzt hier ein Backblech und pinsel das mit Butter ein. So, ihr könnt den Strudel natürlich auch auf ein Backpapier packen. Allerdings bekommt er hier mit der Butter auf dem Blech doch nochmal von unten auch ein bisschen eine bessere Farbe und Kruste. Und deswegen mache ich das jetzt so. So, mein Teig, der hat jetzt ausreichend geruht. Ich stelle jetzt schon mal den Herd auf 200 Grad Ober-Unterhitze ein, damit der auch heiß ist und wir den, den Strudel gleich schieben können. Der Teig ist jetzt wunderbar elastisch geworden. Wir brauchen nachher noch ein ausreichend großes Tuch, wo wir den drauflegen können. Ich habe hier ein Leinentuch, so ein Bäckerleinen, aber das muss nicht unbedingt sein. Es geht eigentlich auch ein ganz normales Baumwolltuch. Muss nur einfach ein bisschen groß sein, größer sein, damit wir den hier draufgelegt bekommen und den dann einfach schön einrollen können. So, ich rolle mir ein kleines bisschen aus vorher, bevor ich anfange auszuziehen. Da wirklich ausreichend Mehl verwenden, damit euch der nicht klebt. Sondern im Prinzip könnt ihr direkt anfangen, ihn auf dem Handrücken auszuziehen. Es geht wirklich durch das Öl in dem Teig ganz, ganz einfach. So, ich lege den kurz auf die Seite, packe mir jetzt hier mein Tuch hin. Das Tuch mehlen wir auch großzügig. Dann legen wir unseren Teig da wieder drauf. So, und dann ziehen wir uns den hier ganz einfach in die Länge ziehen. Ja, geht ganz, ganz einfach. Muss man ein klein bisschen Gefühl mit haben, aber tatsächlich ist das nichts, was in irgendeiner Form schwer wäre. Muss ich nur ein bisschen Zeit lassen dabei. Ja, man sieht schon, der Teig ist jetzt schon ganz, ganz dünn. So, ich möchte ja jetzt einen Strudel machen, der soll so lang sein wie mein Backblech. 40 cm sind das bei mir in dem Fall. Das heißt, ihr könnt ihn ein bisschen links und rechts ein bisschen länger als 40 cm ausziehen, damit wir da einfach ein bisschen einklappen können. Also es muss nicht genau passen. Und von der Länge versuche ich etwa 60 cm auszuziehen, dass wir wirklich einen schönen dicken Strudel hinbekommen, damit unsere Füllung da reinpasst. Man kann aber durchaus einen Strudel auch einfach ohne Probleme rollen, ganz lang machen und dann könnt ihr ihn gerollt aufs Backblech packen. Auch das geht. Ihr könnt das ruhig auch hier ein bisschen, ich ziehe das hier ein bisschen über das Tuch, weil wir die Ränder nachher sowieso ein bisschen abschneiden. Von daher darf das ruhig alles hier ein bisschen überhängen. Das ist ganz gut so. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden. So, jetzt pinseln wir das Ganze mit Butter ein. Das sorgt nachher einfach dafür, dass das auch ein bisschen knuspriger wird. Also natürlich wird der Teig innen drin, was zwischen den Äpfeln liegt, nicht wirklich knusprig.
Aber es ist so ein bisschen eine Trennschicht einfach, dass es nicht zu weich wird. So, jetzt haben wir das Ganze eingepinselt. Jetzt gebe ich hier meine Streusel drauf. Brösel. Ja, wenn ihr altes Brot habt, dann könnt ihr die auch selber machen. Ansonsten gehen natürlich auch gekaufte. Das, was ich jetzt hier noch drin habe, gebe ich einfach in meine Füllung. Mische das ein bisschen durch. So, und dann verteilen wir das hier schön. Großzügig. Hier oben könnt ihr ein klein bisschen Platz lassen und links und rechts ein kleines bisschen Platz. So, jetzt erst verteile ich meinen Zucker darauf. So, die etwas dickeren Ränder hier, die schneide ich ab. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, dann klappen wir das hier unten einmal ein. Und rollen das jetzt vorsichtig. Naja, so vorsichtig müsste eigentlich gar nicht sein. Wir wollen aber hier ein bisschen Spannung drin haben. Und hier unten ein bisschen zusammendrücken, den Teig schon mal. Damit der sich da nachher nicht öffnet. So, jetzt verschließen wir hier die Enden ein bisschen. So, und den transportieren wir jetzt auf unser Blech. So, und jetzt pinseln wir das gute Stück nochmal ein. Ja, dadurch wird er schön wieder knusprig oben und wird nicht so trocken. Das darf ruhig ein bisschen rustikal aussehen. Das ist einfach so bei einem Apfelstrudel. So, jetzt geht's ab in den Ofen für ungefähr 35 Minuten. Ich habe den jetzt im unteren Drittel vom Ofen eingeschoben. Wenn ihr hier noch so einen kleinen Teigrest habt, kein Problem, dann knetet das einfach zusammen. Packt das wieder in eure Folie ein. Dann könnt ihr es in den Kühlschrank machen. Wenn ihr Lust auf ein pikantes Rezept habt mit Strudelteig, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Dann mache ich hier draus noch was Schönes. So, das ist mein Strudel nach 35 Minuten und der schaut richtig, richtig gut aus. So, den pinsel ich jetzt noch mit der restlichen Butter ein bisschen ein. Hoppala, da hat er ein Loch bekommen. So, bevor ich da jetzt aber reinschneide, lasse ich den kurz für eine halbe Stunde ein bisschen abkühlen. So, der ist jetzt ein bisschen abgekühlt, mein Apfelstrudel. Jetzt gebe ich meinen Puderzucker drauf. So, dazu passt am besten einfach ein bisschen geschlagene Sahne. Oder was ich am liebsten mag, ist ehrlich gesagt ein bisschen Vanilleeis. So, ich halbiere den jetzt einmal. Und pack ihn auf ein Schneidebrett. So, davon packe ich mir jetzt erst, upsala, packe ich mir jetzt ein schönes Stück auf den Teller. So, jetzt muss ich das Ganze noch probieren. Aber viel kann ich nicht essen, denn ich habe heute schon mal Apfelstrudel gemacht. Der ist mir nur ein bisschen zu dünn geworden. Und deswegen habe ich ein zweites Video noch gemacht. Aber die Mühe hat sich gelohnt, ein zweites Video zu machen. Der andere war zwar auch sehr lecker, aber so ein bisschen dick sollte so ein Apfelstrudel schon auch sein. Oh, traumhaft. So, und das war es auch schon wieder für heute.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, auch mal einen Strudel selber zu machen. Und in dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu bei mir seid. Das Ganze ist auch kostenlos. Und schaut gerne auch mal bei Facebook und bei Instagram vorbei. So, ich sage tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.